Herzlich willkommen. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin, Medium und ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens. Ich biete Beratungen an, telefonisch oder über Skype oder per E-Mail, aber auch die Videoberatungen, was selbstverständlich anonym bleibt. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Peter. Peter ist nicht der richtige Name, aber so bleibt es auch anonym. Lieber Peter, das ist dein Video. Wir haben auch telefoniert und haben auch du gesagt, und wir bleiben per Du. Also das ist dein Video. Und deine Frage war, warum hast du so viel Pech im Leben? Und das erkläre ich dir über die Geburtshoroskop. Bevor ich beginne, dein Horoskop zum Deuten, erkläre ich, was das ist überhaupt. Ist in solchem Geburtshoroskop die Schicksals beschrieben und wir sind ausgeliefert an diesem Schicksal? Nein. Ein Geburtshoroskop ist nichts anderes als der ideale Lebensweg, beschreibt aber auch unsere Lernaufgaben. Wie einen göttlichen Plan. Das bedeutet, in diesem Moment, wo wir geboren sind, so standen die Sterne über uns, auch im Ort bezogen, wo wir geboren sind. Und es bestrahlt den Moment, wo unser Leben beginnt und gibt uns eine Struktur, einen Plan, ein Bild. Und dieser Horoskop ist nichts anderes als dieses Bild und da ist alles geschrieben. Das ist nämlich der ideale Lebensweg, des goldenen Weg. Die Frage ist nun, leben wir nach diesem Plan? Und wir müssen nicht Astrologen dazu sein, weil unsere Seele kennt auch diesen Plan und wir können auf unsere Stimme, auf unsere Intuition vertrauen. Weil das führt uns zum richtigen Weg. Wer von uns kennt diesen Weg und geht auf diesem Weg? Nur die wenigsten. Die meisten Menschen machen häufig Umwegen oder befinden sich sogar in einer Sackgasse und suchen irgendwelche Ausweg. Es gibt Planeten, wo beeinflussen unserem Leben. Saturn ist berühmt dafür, belernt uns, korrigiert uns und ist auch der Hüter, der Karma, der Schicksalsplanet. Dann gibt Uranus, wo sorgt dafür, dass Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse per Zufall geben wird in unserem Leben, also Einfluss kommt schon. Aber was allerwichtigste ist, dass wir selbst die Zügel in Hand nehmen und wir selbst bestimmen unserem Schicksal. Der Plan ist sicher. Der Plan, was uns zu ein erfolgreiches, glückliches Leben führt, das ist im Horoskop geschrieben. Aber wir brauchen auch die Energie dazu, weil das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein kosmisches Gesetz, all das, was wir aussenden, ziehen wir auch an. Also wichtig ist, auf die Energiefeld auch achten, weil dann ziehen wir solche Situationen, Umstände, Menschen an. Entweder ziehen wir das Glück an oder ziehen wir das Pech an. Und damit beginnt alles, verändern unserem Leben, unserem Schicksal, wenn wir verändern unserem Energiefeld. Dieses Energiefeld ist unsichtbar, aber es existiert, man kann das auch messen. Und dieses Energiefeld entsteht von unserem Inneren,
von unserem Denken und von unserem Fühlen. Und damit starten wir. Wichtig ist, dass wir positiv denken, dass wir die Gedanken ordnen und sehr wichtig ist, und das ist das Schwierigste, unseren Gefühlen in Ordnung bringen. Zweifel, Schuldgefühl, Angst hindert uns. Und sollen wir diesen Gefühlen transformieren und versuchen, angstfrei zu leben? Das kommt noch dazu. Und ich erkläre dein Bauplan, dein Geburtshoroskop, auch die Hindernisse, auch deine Vorteile, auch die ganze Bewegungen. Es gibt Lebensphasen. Ich rechne das mit 7 Jahren Schritte, mit 7 Jahren Periode. Das heißt, jedes siebte Jahr beginnt eine neue Periode. Und das von unserem Geburt an bis zu unserem Lebensende. Für mich war sehr wichtig zum Erkennen, in welchen Periode befindest du dich, weil das ist das Boden, wo du dich gerade bewegst, was für dich im Augenblick wichtig ist. Und du bewegst dich gerade in einer Lebensphase, in einer Lebensperiode im Boden des Tierkreiszeichen Stier. Das heißt, in dieser Periode, was noch etwa 5 Jahre lang dauert, noch, wo du noch in dieser Phase dich befindest, ist für dich wichtig Sicherheit, ist wichtig Stabilität, die Ruhe, die Gemütlichkeit, ein schönes, gemütliches Leben zu leben. Das sind deine Bedürfnisse. Und weil du in diesem Boden bewegst du gerade, wirst du auch darauf achten, dass du wirklich das in Ordnung bringst. Dazu gehören auch die Finanzen, also Thema Finanzen, Besitz ist zurzeit auch wichtig. Etwa 5 Jahren geht diese Periode vorbei und übergehst in eine neue Periode und das wird dann die Tierkreiszeichen Zwillinge sein und dann kommt mehr Leichtigkeit, mehr Kontakte, mehr Bewegung. Wichtig wird sein, dass du neue Kontakte hast, dass du neugierig bist für vieles Neues. Freust du dich auf die Kleinigkeiten oder in deiner vertrauten Umgebung ändert sich einiges und pflegst du einigen Kontakte. Das sind diese Phasen. Jetzt schauen wir mal die Planeten und Sonne und Mond. Sonne, Mond hat eine sehr wichtige Bedeutung, weil Sonne ist das Kern, dein Wesen. Astromedizinisch ist auch dein Herz. Der Motor, was dich im Leben hält. Natürlich alles andere kommt noch dazu. Und diese Sonne hat auch einen Bezug zum Vater. Das ist die Vaterbild oder hat ein Symbol zu Vater. Das ist auch das Bewusste an dir. Dein Selbst, dein Selbstbewusstsein. Und diese Sonne, die ein Selbstbewusstsein auch symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Dazu kommt die Mondeinfluss, was ein Symbol für die Mutterbild ist und in dein Horoskop bedeutet das deinen Unbewussten, deinen Gefühlszustand und das befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Steinbock. Was noch sehr wichtig ist, der Moment, wo du geboren bist als Kind und dieser Moment, dieser Augenblick, wo du die erste Atemzug geholt hast, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen. Wie ein Sonnenaufgang. So kannst du das vorstellen. Das heißt, du bist wie alle Babys nackt geboren und diese Tierkreiszeichen Jungfrau hat dich eingekleidet, ein Kleid geschenkt und dieses Kleid trägst du. Das ist natürlich energetisch gemeint. Das ist so dein Auftreten, deine Ausstrahlung. So nehmen sie dich, die
Menschen war und es begleitet dich bis zum Lebensende. Und das sind die Jungfrau-Eigenschaften, alles in Ordnung halten. Dann bedeutet das auch, weil das schon dein Ausstrahlung auch, bisschen zurückhaltend, kann eventuell passieren, dass eine gewisse Schüchternheit dabei ist. Da möchtest du alles sauber reinhalten und so möchtest du auch wahrgenommen werden, also korrekt, dass alles in Ordnung ist. Eine gewisse Neigung dazu, dass du alle versuchst, gerecht zu werden. Und dann entsteht ein Gefühl, zu kritisch zu sein zu dir selbst, weil du neigst dazu, die Fehler an dir selbst zu suchen. Und das ist zu streng. Und sollst du diese Strenge verabschieden, nicht nur diese Jungfrau Aszendent, diese Kleid, diese Ausstrahlung, was auch zu deinem Wesen gehört, neigt dazu, sondern kommt die Neigung von die Mondeinfluss, deinen Gefühlen, die Steinbock, auch alles zu schwer zu nehmen, zu streng zu sein, zu dir selbst. Was noch wichtig ist, in diesem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Jungfrau im Osthorizont aufgestiegen und es war kurz nach Sonnenaufgang. Das heißt mit anderen Worten, dass in diesem Tag, wo du geboren bist, ist die Sonne etwa eine Stunde vor deiner Geburt aufgegangen, Sonnenaufgang. Das heißt, du bist nach Sonnenaufgang geboren. Und das bedeutet, so kannst du das vorstellen, wo die Sonne aufging in diesem Tag, wo du geboren bist, also in diesem Sonnenaufgang, du warst noch im Mutterleib. Aber kurz davor geboren zu werden. Und so passierte auch kurz darauf kam die Geburt. Und diese Sonne, was auch dein Selbst symbolisiert, fühlt sich immer noch wie in einem Mutterleib. Das sind natürlich viele Geheimnisse und das ist auch die Neigung nicht nur bei dir, sondern bei Menschen, wo die Sonne in diesem Platz befindet. Alle Menschen, die kurz nach Sonnenaufgang geboren sind wie du. Das fühlt sich diese Sonnenenergie wirklich so an wie noch im Mutterleib. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Weil du erkennst die Geheimnisse, du ahnst, was da kommt und du schaust immer hinter den Kulissen. Putin hat zum Beispiel auch die Sonne im 12. Haus, war auch im Geheimdienst, also die Geheimnisse zum Erfahren, also kam auch nicht umsonst. Aber wir reden jetzt nicht über Putin, sondern wir reden dein Horoskop. Also das hat sehr, sehr viele Vorteile oder macht dich interessant, geheimnisvoll, weil du bist in die Lage, wie ein Detektiv, die Geheimnisse des Lebens zu entdecken, erforschen. Oder du spürst das auch. Aber das hat auch einen Nachteil. Der Nachteil ist das, wenn du diese Sonne immer im Schattenseite setzt. Weil wenn das Sonnenenergie, so könnte ich mal bildhaft vorstellen, noch im Mutterleib ist, natürlich ist im Verborgenen, ist nicht ins Licht. Und das prägt dein Wesen, dass in vielen Lebensumständen neigst du dazu, dich nicht in die Mitte zu stellen, im Mittelpunkt zu stellen oder ausstrahlen, was du kannst und weißt, sondern du neigst du dazu, dich im Hintergrund zu stellen, in die Schattenseite. Du magst dich
unsichtbar. Dazu kommt noch die Jungfrau Aszendent, wo auch diese Neigung hat, eine gewisse Schüchternheit. Ich bleibe zurückhaltend, ich bin bescheiden und das sind die Neigung. Aber, und jetzt kommt die große Aber, du kannst nicht ein Löwe in die Schattenseite zu stellen, weil die Löwe steht im Glanz. Die Löwe ist die König der Tiere. Und die Tierkreiszeichen Löwe ist diese königlichen Tierkreiszeichen. Und die Tierkreiszeichen Löwen kannst nicht übersehen. Und wenn du diese Neigung hast, zurückziehen oder nicht zutrauen oder in die letzte Reihe zu stellen, dann leidet dein Löwe Sonne, weil eine Löwe Sonne braucht den Mittelpunkt. Und bei dir auch und bei alle Menschen, die diese Sonne-Position haben, alle Menschen, die kurz nach Sonnenaufgang geboren sind, haben diese Themen, wo schwierig damit umzugehen, gerade die Löwengeborenen. Ein Fischengeborenen oder ein Jungfraugeborenen macht es nicht aus. Aber ein Löwengeborenen erträgt das nicht, weil ein Löwengeborenen braucht die Publikum, die Zuschauer, der Bewunderer. Also hier in diesem Stelle hast du eine Aufgabe, zu dein Selbst zu stehen und das ausstrahlen und sagen, jetzt stehe ich im Mittelpunkt. Auch wenn die anderen sagen, was bildest du dich ein oder du bist doch so egoistisch, das ist nicht deine Meinung, sondern deine Meinung soll sein, ich stehe ab sofort zu mir selbst und ich bin wichtig und ich bin mit mir selbst bewusst und ich habe eine Löwe-Sonne und das ist die Zentrum. Das symbolisiert auch das Herz. Wenn du das nicht beachtest, neigt dein Körper Signale zu setzen, dass du das wahrnimmst, dein Herz, weil die Löwe und auch die Löwe im Sonne hat einen Bezug astromedizinisch auf die Herz. Und besonders dann, wenn es um Herzensangelegenheiten geht, ist wichtig, dass du das verwirklichst und deinen Traum lebst und dass dir das holst, dass du das erlaubst, das gehört zu dir. Und es ist nicht nur die Liebe, Partnerschaft, sondern alles, wo du mit Herz dabei bist, eine Hobby oder die Berufung, all das, was dir wichtig ist, weil das für dich ein Herzensangelegenheit ist. Merkur ist der Planet der Kommunikation, die Sprache. Und dieser Planet steht auch in diesem Bereich. Das heißt, vor du geboren bist, nicht nur die Sonne ist Osthorizont aufgestiegen, war dieser Sonnenaufgang, sondern Merkur auch hat die Licht, die Tageslicht erblickt, du warst aber noch gar nicht geboren, aber kurz davor, das heißt, dieser Planet und auch Sonne ging auf im Osthorizont, im Tageslicht und kurz darauf bist du geboren. Aber diesen Planeten wirken und sagen etwas und so ist auch mit Merkur-Eigenschaften und das ist die Sprache. Das heißt, wenn das darum geht, dass du etwas vermitteln möchtest. Du verschluckst die Sprache. Du traust es nicht zum Sagen. Das wäre die schwächere Seite dieser Position, die stärkere Seite, weil das hast du auch, die Talent, die Fähigkeit, die Talent dabei, wieder die Geheimnisse, dass du dieses Wissen hast,
oder dieses Interesse hast, erforschen die tiefen Geheimnisse des Lebens. Und hier in diesem Platz der Geheimnisse gibt's vieles zum Entdecken. Das sind natürlich auch Wissen. Oder dass du vieles weißt schon vorher, dass du das so ahnst und manchmal weißt du gar nicht, oh, das ist jetzt eingetroffen, woher habe ich das gewusst? Weil du hast diese geheimnisvolle Wissen. Aber in dein Leben, weil das ist das Ziel, dass du erfolgreich bist und verbesserst etwas im Leben. Du hast auch gefragt, warum habe ich so viel Pech im Leben? Achte drauf, dass wenn du etwas sagen willst, dann sag das auch. Und natürlich ist das im Jungfrau, die Merkur, also dieser Planet Merkur steht im Jungfrau, das neigt ein bisschen zu kritisch zu sein, das muss ich dazu sagen, und dann kann passieren, dass andere das verletzt. Also bleib bei der Sprache, achte auf die Sprache, all das, was du vermitteln möchtest, vermittel das, du musst es nicht verdrängen, sondern bring das in die Sprache, weil das befreit dich. Es ist wichtig, dass du das ansprichst. Aber achte auf die Jungfrau-Eigenschaften auch. Die Jungfrau Merkur neigt dazu, alles untersuchen, zu kritisch zu sein, die Fehler ansprechen, was andere vielleicht übersehen und nicht so wichtig ist. Bei Jungfrau Merkur kann das auch wichtig sein, wie dann andere Menschen darauf reagieren, dass es doch nicht zu übertreibst, sondern das im Gleichgewicht hältst. Wenn das angepasst ist, sprichst du das an. Wenn das zu viel ist, weil die anderen damit nicht umgehen können, dann vielleicht lass das bleiben und so sorgst für Harmonie. Also das sind diese Planeten in diesem Platz, was astrologisch als 12. Haus nennt. Bei diesem 12. Haus, wo gerade deine Sonne befindet, und das ist für dich wichtig, sehr, sehr wichtig, weil das ist dein Selbstbild und auch dein Selbstbewusstsein und noch dazu die Sprache, dieser Merkur-Einfluss. Das ist wirklich bildhaft, kannst du es so vorstellen, die fühlen sich so wie im Mutterleib und die warten drauf, geboren zu werden, wie ein Neugeburt. Und das kannst verändern, wo du sagst, ab jetzt werde ich anders damit umgehen. Und das ist für mich wie eine Neugeburt, weil dadurch befreist du das alles. Besonders bei der Sonne wichtig, aber auch bei Merkur, bei der Sprache. Und damit meine ich, leb deine Löwe-Eigenschaften. Und sprich das an, was du fühlst und denkst. Stell dich im Mittelpunkt und glänze damit. Nicht im Schattenzeiten das Leben zu sein, sondern im Mittelpunkt im Leben zu sein. Damit befreist du schon deine Sonne. Und Merkur kannst du auch befreien, wenn du ansprichst immer, was du denkst und fühlst. Aber achte auf die Jungfrau-Neigung, dass das nicht zu kritisch wird, damit andere etwas anfangen können, sondern nüchtern und dass es passend ist. Also, dann hast du diese beide Mal befreit und das ist für dich wie eine Neugeburt, weil du hast ein anderes Selbstbild und eine andere Art von Kommunikation. So, schauen wir mal an, woran liegt das, dass du verletzt fühlst oder du sagst, ich habe so viel Pech im Leben. Das hat auch eine Bedeutung. Diese Löweneigenschaften. Es ist nicht nur, weil du in Tierkreiszeichen Löwe geboren bist. Vielleicht ist das auch dein Glück und damit hat der liebe Gott damit beschenkt, weil du hast noch etwas Wichtiges, was du lernst im Leben. Saturn ist der Planet, was uns belehrt, der große Lehrmeister. Und gerade wenn wir nicht nach diesem Plan handeln und wir nicht in diesem goldenen Weg befinden, dann Saturn ist immer diejenige, wo uns dann
in die richtigen Weg führt, zwingt uns damit. Es ist nicht immer angenehm, mit Saturn-Energie zum Umgehen, aber unserem großes Glück, muss ich sagen, weil endlich jemand greift an und korrigiert es noch rechtzeitig und nicht nach unserem Lebensende zurückdenken im Leben und sagen dann, oh, ich habe mein Leben verspielt, oder dieser Schmerz zu verspüren, oh, das ist die Ende und ich habe noch gar nicht gelebt, ich möchte das am liebsten neu beginnen, und dann ist es zu spät. Aber momentan ist es nicht zu spät, weil das kann man immer ändern. Und da hast du Themen, aber auch dein Glück gleichzeitig. Und das ist das fünfte Haus. Sicherlich kennst du dich etwas aus mit Astrologie, wenn du schon diese Interesse hast, aber ich weiß nicht, wie weit du diese Wissen hast, was überhaupt fünfte Haus bedeutet. Deswegen erkläre ich dir das. Die Horoskop ist unterteilt für Lebensbereiche und das nennt man Häuser. Und dieser fünfte Haus wird von Tierkreiszeichen Löwe zugeordnet. Und genau hier erteilt dir dieser Schicksalsplanet eine große Lernaufgabe, was gleichzeitig auch dein Glück wird, vorausgesetzt, du hast es gelernt. Und Saturn kann auch streng sein, dazu kommt noch dein Mond im Steinbock, ist auch streng, auch von Saturn beherrschte Tierkreiszeichen. Also hier kommt eine gewisse Strenge. Und hier hast du eine Lernaufgabe, diese Strenge verabschieden und die Löwe-Sonne hier reinbringen, weil das ist die Sonnenstrahl und das passt genau in diesem Lebensbereich, weil das ist das Haus des Löwen. Aber ich erkläre das. Dieses fünfte Haus wird zu Tierkreiszeichen Löwe zugeordnet. Und hier in diesem Lebensbereich, in diesem fünften Haus, heißt dein Lernaufgabe. Ist auch was Karmisches, weil das hat mit Vergangenheit, mit früheren Leben auch was zu tun. Und dieses Haus ist das Haus des Kinder. Natürlich kann das Themen sein von deiner Kindheit, kann das Themen sein mit Kindern, Bezug zu Kindern, eigenen Kindern, all das, was mit Kindern zu tun hat. Aber außer dieser Bezug zu Kindern, zu eigenen Kindern oder zum Kindheit, sagt noch etwas, und genau daran liegt auch deine Lernaufgabe, mal ein Kind zu sein. Damit meine ich nicht kindisch zu sein, sondern unbeschwert spielen im Leben. Und es passt perfekt zu den Löwen, weil ein Löwe betrachtet das Leben wie eine großartige Bühne, wie ein wunderbares Theaterstück. Und was denkst du, wie fühlen sie sich die Löwen am liebsten, wenn sie die Hauptrolle spielen? Natürlich, dieser Glanz im Mittelpunkt zu stehen und nicht im Schattenseite und nicht in einem Theater, wo keine Zuschauer da sind, sondern die Löwen brauchen die Publikum, die Bewunderung von anderen. Dann blühen sie richtig auf. Und genau das ist deine Lernaufgabe. Und da bist du zu streng durch die Gefühle von Steinbock. Das gibt dir eine gewisse Strenge. Dann, dass deine Löwesonne im Schattenseite ist. Und es ist schwierig, das da rausholen und in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu kommt noch die etwas bescheidene, schüchterne Jungfrau Aszendent. Also es
nicht leicht für dich. Das kann vieles von der Kindheit kommen, von Erziehung, ein strenges Elternhaus. Kann auch ein Grund sein oder zu viel Strenge in Kindheit, in die Schule. Oder warst du in die Schule bestraft oder haben andere dich ausgelacht oder geschlagen, wie auch immer. Also es liegt viele Grund in Kindheit. Aber es ist möglich zum Lernen, mal ein Kind zu sein. Mal verrückte Sachen zu machen und lachen und Fröhlichkeit. Dann hast du schon so viel getan, weil dann spürst du diese Unbeschwerte am Leben. Also achte darauf, dass du eine andere Einstellung bekommst zu leben. Nicht denken, oh, das Leben ist so schwer und alles ist so schwierig und ich muss alle recht machen und ich will das eigentlich noch und ich sollte Nein sagen, aber ich setze mich doch ein, ich traue mich das nicht und ja, wenn ich jetzt Nein sage, dann sind sie andere beleidigt und vielleicht so mache ich mich beliebt und so schleppst du das alles mit. Du bist zu streng zu dir selbst. Und jetzt magst du Folgendes. Jetzt ist Stopp. Es ist ein Stoppschild. Aufhören damit und fangst an, anderes über dich selbst zu denken. Und sagen, ab jetzt bin ich im Mittelpunkt. Auch wenn andere sagen, ich bin egoistisch, das ist mir egal. Und ich betrachte mein Leben wie ein wunderbares Theaterstück. Ich schreibe das Drehbuch, ich wähle die Bühne aus, ich mache die ganze Dekoration, auch die Kostüm und ich spiele die Hauptrolle. Und ich wähle aus, mit welchem Schauspieler ich spiele. Und so pflege ich die Kontakte. Und wenn ich die Bewunderung bekomme und ich kann das ausstrahlen, ich bin so selbstbewusst und es gibt mir so viel Stärke, dann gehören diese Menschen in mein Leben und bekomme ich einen Applaus. Und die Menschen, wo damit nicht klarkommen, weil ich die beleidigt sind, weil ich nicht das mache, was ich von mir verlange, gehören einfach nicht zu meinem Leben. Punkt. Und das ist eine ganz andere Einstellung und das ist für dich wichtig. Für einen Löwemensch ist es sehr wichtig. Glaub mir. Also hol bitte dein Löwe raus. Das, was noch sehr wichtig ist, ganz, ganz wichtig, dass genau hier besteht deine Lernaufgabe, was dir Saturn hier erteilt, im fünften Haus, in diesem Löwehaus. Sei mal ein Kind, betrachte dein Leben spielerisch und das ist deine Lernaufgabe. Sei froh, liegt auch das Glück dabei, du bist damit, hast du damit Glück. Andere Menschen sind nicht so glücklich mit ihrem Schicksal, weil sie haben das Schicksal vielleicht verspielt und sie müssen mal ernsthaft zu sein oder die Strenge zu erleben. Das ist schwieriger, das ist viel, viel schwieriger. Also du gehörst noch zu dem Glücklichsten, wo dieser Schicksalplanet andere Lektionen erteilt und dann sagt zu dir, du bist aber zu streng zu dir. Ich bin ein strenger Planet, aber ich sag mal, jetzt reicht's. Jetzt genieße mal endlich dein Leben und hol diese Leichtigkeit. Also so könnte ich das mal näher bringen. Warum das noch so wichtig ist, weil nicht nur dieser Saturn erteilt diese karmische Lernaufgabe, sondern hier hast du die karmischen Knoten auch. Genau das zeigt in die Richtung Löwe. Das ist für dich deine Entwicklung, deine karmischen Weg, was du lernst, auch die große Lernaufgabe, damit das alles so vollständig ist, das Löwe. Und dass du in die Tierkreiszeichen Löwe geboren bist, das ist dein Glück. Dass Saturn im fünften Haus, im Löwehaus, das nochmal zeigt, das ist auch dein Glück. Weil das hilft dir,
damit leichter umzugehen. Aber daran liegt deine karmische Lernaufgabe. Und das Wichtigste ist das Selbstbewusstsein. Das Wichtigste ist, dass dich im Glanz bringst. Das Wichtigste ist, dass du in den Mittelpunkt dich stellst und diese Bewunderung holst von anderen. Und das ist auch wichtig, dass du das Leben spielerischer betrachten und verlässt die Strenge und verlässt auch diese Zurückhaltung oder Schüchternheit. Und es ist nicht nur die Löwe-Sonne hier in diesem richtigen Platz zu ordnen, sondern bei der Sprache ist auch wichtig, dass du das auch selbstbewusst vermittelst, das, was du denkst. Also daran hast du deine Lernaufgabe. Dann hast du nochmal eine Erinnerung. Es ist keine Lernaufgabe, was ich hier jetzt sagen werde, sondern karmische Erinnerungen, was bei dir vielleicht unbewusst irgendwelchen Gefühlen hervorruft. Und diese karmische Erinnerungen sind das Ungerechtigkeit, verletzten Gefühlen. Oder dass du deine Chancen nicht genützt hast oder deine Chancen im früheren Leben passierte das alles. Also das sind karmische Themen. Dass im früheren Leben hast du Chancen gehabt oder Glück gehabt und andere haben dich verdrängt. Und das ist Schmerz und Ungerechtigkeit. Und genau diese Erinnerungen ist in deiner Seele ein bisschen, hat noch diese Spuren oder Erinnerungen. Und das löst etwas aus, dass du davon vielleicht Angst hast, dass es wieder so passiert, wenn irgendwelche Chancen bekommst oder mal Glück hast, dass andere dich so ein bisschen auf die Seite schieben, dann bist du wieder in die Schattenseite. Und da sind auch alten Wunden. Es sind Erinnerungen, aber das ist nicht das, was in dieses Leben passiert, weil du hast hier auch sehr schöne Einflüsse von anderen Planeten auch, weil genau da kommt jetzt die Heilung. Ich habe das so beschrieben, weil es ist wichtig zum Erkennen, um warum das geht, und dieses Leben wird es im Reinen gebracht, wird es in Ordnung gebracht. Für dich ist sehr wichtig die Gerechtigkeit und du möchtest für dein Tun oder deine Arbeit oder das, was du leistest oder was du kannst, möchtest gerne wahrgenommen werden. Du willst nicht immer, dass die loben und immer Lob bekommst, aber mal Dankbarkeit oder dass du wahrgenommen bist, und da kommen bei dir die Schmerz oder die Wunde, wenn das nicht gesehen wird, wenn du da keine Anerkennung bekommst, wenn du arbeitest und du weißt, du bist gut und kommt nichts zurück. Und dann stellst du dich auch die Frage, warum mache ich das eigentlich? Keine Interesse, kommt kein Dankbarkeit, kommt nichts. Und es ist ungerecht. Und wenn diese Situationen kommen und diese Ungerechtigkeit, das ist nicht nur der Moment, was dich schmerzt, sondern da kommt noch alte karmischen Wunden hoch und das schmerzt dich noch mehr. Und jetzt kommt aber eine Heilung, dass du auf diesem Energiefeld, diese Verletzungen und Ungerechtigkeit und nicht wahrgenommen zu werden, da eine Heilung bringst. Und daran liegt auch dein Glück. Wenn du da nicht die Enttäuschungen verspürst, sondern du sagst zu dir selbst, ich habe so viel geleistet und ich habe das richtig gut gemacht. Die anderen haben das übersehen,
Das interessiert niemand. Andere bekommen Lob und ich nichts. Sie schieben mich immer in die Schattenseite des Lebens. Und es ist so ungerecht, wenn du da in diesem Schmerz bleibst, dann ist diese Wunde noch offen, noch nicht geheilt. Wenn du anfängst, darüber nicht aufregen, sondern sagen, mein Gott, die Welt ist halt so, was soll ich erwarten, es ist halt ungerecht, aber ich weiß selbst, dass ich gut bin. Ich weiß, dass ich das kann. Wenn andere dich nicht loben, dann lob dir selbst. Wenn andere dich nicht in Mittelpunkt stellen, dann stell dir selbst in die Mitte. Und wenn die dich verletzen durch diese Verhalten oder du das ungerecht findest, dann sag einfach, es gibt auch göttliche Gerechtigkeit und ich bin gerecht und ich stehe auf dieser Gerechtigkeit. Und wenn andere das anderes denken darüber, das ist nicht mein Problem. Du musst nicht jede Gefallen tun. Überhaupt nicht. Und was die anderen denken über dich, kann doch auch egal sein. Wichtig ist, dass du dein Selbst, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein in Ordnung bringst. Und diese Knoten, das sind alte Wunden. Aber das ist trotzdem Schmerz und empfindest es als ungerecht. Und da versucht es, ausbalancieren und im Gleichgewicht bringen. Also das waren die wichtigsten, aber gute Nachricht habe ich auch. Du hast sehr viel Kraft und Mut und bist vielseitig interessiert und du hast viele Möglichkeiten im Leben, etwas Neues zu beginnen, von etwas begeistert zu sein. Also hast auch die Kraft und den Mut, all das zu bewältigen und du setzt immer alles in Bewegung und Reisenbewegung ist für dich auch sehr, sehr wichtig. Und du hast auch Glück, auch im Finanzen. Ich sehe da Gewinn. Also es sind auch sehr, sehr schöne Einflüsse von den Sternen. Aber das beginnt alles mit deinem Selbstwertgefühl, mit deinem Selbstbewusstsein. Und dass dieser Schmerz, diese Verletzungen nicht zu viel da dich aufhältst. Also reg dich nicht auf, sondern akzeptiere so, wie das ist. So sind die Menschen einfach und steh zu dir selbst. Und da hast du eine ganz andere Kraft, ganz andere Energie. Was hier noch wichtig ist zum Erkennen, Venus ist die Planet die Liebe. Bei dir steht diese Venus im persönlichen Bereich. Das kann auch eine schöne Aussehen bedeuten. Kann auch bedeuten, dass du ein sehr angenehmer Mensch bist und so wirst du auch wahrgenommen. Du strahlst diese Venus-Energie auch aus. Kann auch bedeuten, dass du die Damenwelt dich anzieht oder dass sie dich schön finden. Also irgendwie hat auch mit Liebe was zu tun, auch mit den Damen was zu tun. Es ist einfach die Anziehungskraft. Aber in diesem Bereich entsteht auch die Lilith-Energie und das ist nicht so einfach, das macht auch ein bisschen schwierig, ist das nicht, aber ich erkläre, was das bedeutet. Also diese Venus-Energie vermittelt dir eine ganz angenehme, sympathische Aussehen, auch ein schönes Aussehen und einen angenehmen Mensch. Und so nehmen sie dich die Menschen wahr. Besonders die Damen. Also in die Liebe bist du sehr anziehend und hast gute Chancen bei den Damen. Und hier in diesem Bereich, die Lilith beeinflusst es, dass du daran gar nicht glaubst, dass du das gar nicht wahrnimmst oder du verdrängst es. Also hier hole ich das mal zu deinem Bewusstsein. Das brauchst du auch nicht verdrängen, sondern damit Bewusstsein, du hast einen Einfluss auf die Damen, weil die finden dich einfach sympathisch, nett und ganz toll, auch wie du dich gibst oder dein Aussehen. Also das ist deine Ausstrahlung, deine Wirkung und das ist dein Vorteil, weil egal wo du dich bewegst, du wirst mindestens mal in die Liebe bei den Damen schon wahrgenommen und du stellst es selbst auch in die Schattenseite, weil du das gar nicht glaubst. Aber ich sag's dir.
auch, ich habe dich nicht gesehen, aber ich sehe den Horoskop. Also das ist auch wichtig, damit bewusst zu werden. Dann schauen wir mal an, welche Sterne wirken auf dein Horoskop und welche Einflüsse stehst du noch. In diesem Moment, wo du geboren bist, und das war die Tierkreiszeichen Jungfrau, wo im Osthorizont aufgestiegen ist, ist noch etwas war wirksam, weil hat dieser Punkt, dieser Aszendent bestrahlt. Und das sind die Sterne, die südlichen Schale und die nördlichen Schale. Und das könnten wir vergleichen mit den Tierkreiszeichen Waage. Das sind diese zwei Schale, was die Tierkreiszeichen Waage symbolisiert. Und das ist die Ausgeglichenheit, das ist die Gerechtigkeit, auch etwas abwiegen, ganz gut überlegen. Und das gehört auch zu deiner Persönlichkeit, weil du stehst im Einfluss von diesem Stern. Das heißt nicht, dass du in Tierkreiszeichen Waage geboren sind, aber diese südliche, nördliche Waageschale, diese Sternbilder haben einen Einfluss gehabt in diesem Augenblick, wo du geboren bist. Also prägt auch deine Persönlichkeit, dein Leben. Und genau das sind die Eigenschaften, auf andere zugehen, auch Rücksicht nehmen auf anderen, alles im Gleichgewicht halten. Aber versuch das auch mal für dich selber auch nutzen, immer die inneren Gleichgewicht bleiben. Und wenn wir um Gerechtigkeit sprechen, weil das verletzt dich sehr, die Ungerechtigkeit, dann ist, und hier auch also nicht nur die Verletzungen, dass du leidest daran, wenn mit dir etwas Ungerechtes passiert, sondern auch deine Persönlichkeit prägt das auch, dass für dich sehr, sehr wichtig ist die Gerechtigkeit. Aber ich sage etwas, es gibt keine Gerechtigkeit. Und damit müssen wir auch im Klaren sein. Wenn du hier auf die Erde Gerechtigkeit suchst, wirst du immer enttäuscht sein, weil es gibt auf die Erde keine Gerechtigkeit. Ich habe diese Meinung. Und das ist natürlich enttäuscht. Aber es gibt die göttliche Gerechtigkeit. Das gibt. Und vertrau mal an die göttliche Gerechtigkeit, weil es gibt Ursache und es gibt Wirkung. Und alles, was wir aussenden, kommt auch zurück. Das ist nicht Strafe Gottes, sondern das ist die göttliche Gerechtigkeit. Versuch mal daran zu glauben, dann kommst im Leben besser klar. Und wenn Ungerechtigkeit passiert, na mein Gott, ist nun mal so. Es gibt im Horoskop, ich nenne das immer, das ist keine Fachsprache, aber das ist mein Begriff, geheime Toren. Und es gibt ein geheime Tor zu deinen Finanzen. Und das ist sehr wichtig, weil du hast Glück im Finanzen, aber es muss erstmal im Fluss zu bringen. Und es ist auch sehr wichtig, energetisch auch daran arbeiten, weil das darf man nicht unterschätzen. Die eigenen Selbstwertgefühl hängt energetisch Hand in Hand mit den Finanzen. Wenn du mit deinen Werten bewusst bist und es vermitteln kannst, selbstbewusst vermitteln kannst und stehst zu deinen Werten, da hast du mal sehr viel getan, weil du bekommst es zurück, deinen Werten. Wenn du leidest auf dem Selbstwertgefühl, damit blockierst du den finanziellen Fluss. Also darauf auch achten, astrologisch gesehen hast Gewinnchancen und du hast sehr viel Glück im Finanzen. Also du kannst das im Fluss bringen und du hast auch Gewinnchancen. Und wie öffnest du diese Tor zu diesem Glück, dass die Finanzen im Fluss kommen? Hier bestrahlt dieses geheime Tor des Finanzen Vindemiatrix, dieser Stern. Und diese Vindemiatrix ist die Weinleserin und das hat mit dem Weingott Dionysos etwas zu tun, mit dieser Geschichte von der Mythologie. Aber das
so möchte ich jetzt nicht in die Nähe, näher das zu beschreiben, was für dich wichtig ist. Die Lebensfreude, die Fröhlichkeit, wie ein Fest, wie ein Weinfest. Wenn du versuchst, das so zu leben, diese Fröhlichkeit, weil diese Windermeer-Matrix, diese Stern-Windermeer-Matrix, das sind diese Fest, das ist die Weinlesen, das Fest, die Fröhlichkeit, die Fruchtbarkeit, das etwas Früchte trägt und diese Lebensfreude, dieses Lachen, das, was dieser Stern vermittelt. Und das bestrahlt dieses Tor und wir müssen dieses Tor öffnen, damit dieser Lebensbereich was passiert und was Gutes passiert. Und das öffnet dir die Tor zu die Finanzen. Nicht die Sparsamkeit, nicht die Strenge, sondern die Lebensfreude öffnet die Tür zum Geldfluss und Gewinnchancen hast du. Die dritte Tor, dieser dritte geheime Tor beschreibt deine vertraute Umgebung, Verwandtschaft. Und hier wird auch bestrahlt von einem Stern Kambalia. Und diese Kambalia bedeutet Geheimnisse auch. Das kann bedeuten, dass es viele Geheimnisse liegt in die Familie, Nachbarschaft gehört auch dazu. Menschen in deine vertraute Umgebung kann auch bedeuten, dass du so geheimnisvoll bist für die und so nehmen sie dich wahr. Kann aber auch bedeuten, dass es hinter deinem Rücken irgendwelche Geheimnisse laufen oder reden über dich und halten die das im Geheimen. Also das sind die Themen, wo du besser umgehen kannst mit deinen vertrauten Umgebung. Kann auch bedeuten, wenn du dein, weil hier ist die linke Fuß der Jungfrau, hier befindet sich nämlich diese Stern und das würde dich bedeuten, wenn du deine Bewegung machst, deine Schritte machst, dann halt es im Geheimen. Kann auch bedeuten, dass in deiner Umgebung die anderen haben ihre Geheimnisse. Aber ich würde das mal intuitiv sagen, wenn du was vorhast, was für Entscheidungen triffst, das muss nicht jeder wissen, also halt es eher im Geheimen. Im tiefsten Punkt, im Horoskop, und das ist die Wurzel, das Herkunft, ich vergleiche das immer mit einem Baum, das ist die Wurzel, der Baum, hier fühlt man sich verwurzelt, hier liegt dein Kraftantares, das ist ein ganz, ganz kraftvoller Stern und auf jeden Fall, du hast eine Lebenskraft, was verspricht auch langes Leben, hier im tiefsten Punkt wird es auch die beschrieben, wie lange man lebt und hier hast du sehr viel Kraft, das sind auch die Lebenskraft, was auch ein langes Leben verspricht. Die fünfte Haus, was ich erzählt habe, diese Kindheit oder Kinder oder mal Kind zu sein, die Lebensfreude, bedeutet diese Löwehaus, hat auch ein geheimes Tor und wird von Deneb bestrahlt. Und dieser Deneb ist eine Brücke aus Schwanen. Und das bedeutet, ja, das beschreibt die Mythologie, dieser Deneb bildet eine Brücke aus Schwanen, dass zwei Liebenden dann in dieser Brücke treffen können, Altair und Vega, der Hirtenjunge und die Weberin. Aber das ist jetzt weniger wichtig. Wichtig ist Deneb, die Brücke. Bilde dich eine Brücke zu dein Kind, deinen inneren Kind. Also leb dein Kind und mach Dinge im Leben, entweder was du immer wolltest in Kindheit, verwirkliche das, oder mal wirklich Sachen, wo du sagst, oh, jetzt habe ich mal Spaß. Einfach Spaß im Leben zu haben. Zu dieser Energie brauchst du die Brücke. Nicht zu streng zu sein, sondern Spaß am Leben zu haben. Aber bedeutet auch, all das, dein Kindertraum,
die Hobby oder Berufung, all das, wovon du in Kindheit geträumt hast, bilde wieder eine Brücke, finde einen Zugang dazu und versuch das zum Leben als Hobby oder als Berufung. Da, das hilft auch, diesen Bereich zu öffnen, und dann wirst du auch offener sein, befreiter wirst du dann sein. Deszendent öffnet die, das ist auch ein Tor, öffnet den Tor zu die Partnerschaft für die Liebe. Und hier ist Achenar ein Fluss, das Ende des Flusses. Also bei der Partnerschaft ist sehr wichtig, dass es im Fluss kommt. Und möchtest auch Ziele setzen. Du planst auch mit Partnerschaft oder Partnerin. Oder es ist wichtig, ein Ziel zu setzen, weil das ist das Ende des Flusses als Ziel. Man möchte das erreichen und alles im Fluss zu bringen, damit wir dieses Ziel auch erreichen. Und das ist sehr wichtig. Und so kommst du zur Partnerschaft, so kannst du diese Tor zu die Partnerschaft öffnen, wenn du vorstellst, wie soll das funktionieren oder wie soll die Partnerin sein, aussehen, Verhalten, Gefühlen, all das. Wie stellst du deine Partnerschaft vor und nimmst es als Ziel und es immer in die Augen behalten, immer das, dieses Ende des Flusses zu betrachten, zu sehen und in diese Richtung die Fluss zu bringen, in Bewegung setzen, damit öffnest die Tor zu die Liebe. Die neunte Haus ist Ausland, große Reisen. Hier ist auch ein Tor, ein geheimer Tor. Hier wird von Hamal bestrahlt und das ist die Kopf der Widder, was auch Neuanfang bedeutet, ein Neustart, auch Mut und Kraft. Also du spielst mit den Gedanken, im Ausland zu gehen oder auf die Reise gehen, und damit könntest du in diesen Lebensbereich öffnen. Das muss nicht bedeuten, dass du jetzt auswanderst, aber eine Reise könnte dir auch weiterhelfen, weil da bekommst du den freien Kopf und das befreit dich auch, wenn du auf die Reise bist. Die Höhepunkt des Lebens, die Krone, dieser Baum, von der Wurzel haben wir schon gesprochen, und das ist das Krone des Baums, das Blüte, das Leben, das Höchste, was man überhaupt erreichen kann. Hier bestrahlt Aldebaran, ein königlicher Stern ist es, das ist die Auge des Stieres, und das bedeutet, setz Ziele, nimm das vor die Augen. Schau in diese Richtung. Das Auge des Stieres bedeutet, schau in die Richtung, wo du gehen willst. Und das hilft dabei, deine Ziele zu erreichen, dann kommst immer höher. Und mit Steinbockmond erreichst du das auch, weil Steinbock kann das ganz gut, Ziele zu erreichen. Was die Freundeskreis betrifft, dieser Lebensbereich ist auch ein Tor und es ist der Schiff Argo und das ist eine große Reise und du findest Freunde in die Weiten oder auf eine große Reise oder von Ausland oder kann auch bedeuten, geh auf deine Reise oder mach etwas in Bewegung. Das sind auch die Entfernungen und es sorgt dafür, Freundschaften zu bekommen. Dein Sonne bekommt auch einen Einfluss von Algenubi und das ist die Kopf der Löwen. Das ist die klaren Gedanken und das kannst auch vorteilhaft nutzen und setz deine Gedanken um in dein Leben und das sind auch die kluge und klare Entscheidungen, betrifft auch. Dein Venus, was auch die Weiblichkeit betrifft, die Frau, die Traumfrau oder wie du zu der Liebe stehst, steht in deinem persönlichen Bereich. Also das ist die Anziehungskraft. Du wirkst sehr stark auf die Frauen. Du hast die Anziehungskraft.
durch diesen Lilith-Einfluss neigst du dazu, das zu verleugnen, du neigst dazu, verstecken, du neigst dazu, davonlaufen oder dass du das gar nicht bewusst ist, gar nicht wahrnimmst, aber Venus wirkt trotzdem, also du bist auf dem Frauen sehr anziehend. Und dieser Liebesplanet hat auch einen Einfluss, Zaniak bestrahlt dein Liebesplanet. Und so kannst du in Liebe was bewirken. Und übersetzt heißt dieser Stern Flügel, also beflügelt, frei zu sein, frei auf die Frauen zugehen oder die Liebe zu leben oder die Liebe befreit dich auch. Also das ist auch ein schöner Einfluss. Mars ist der Planet, die Bewegung. Alles, was du in Bewegung setzt, auch deine Männlichkeit, wunderschön bestrahlt im Horoskop, das unterstützt dich, weil Kraft und Lebensenergie hast auf jeden Fall, wird auch von einem Stern bestrahlt und das heißt Schlüssel der Krone, Schlüssel, mit diesem Schlüssel die richtigen Tür zum Öffnen. Und es wird auch in Verbindung gesetzt mit dem gordischen Knoten. Hier geht's auch um einen Knoten und dieser Schlüssel, das zum Öffnen. Also diese Sternbilder beeinflussen deine Lebenskraft, deine Männlichkeit auch. Oder wie etwas in Bewegung setzt, Sport oder Autos bedeuten auch alles, was sich bewegt im Leben. Das Schlüssel, diese gordischen Knoten. Die Geschichte ist so einfach. Es war ein Rätsel, wer löst diese Rätsel, diese gordische Knoten. Und kam dann Alexander der Große und hat gesagt, das ist ganz einfach die Lösung und hat das durchgeschnitten. Alle haben versucht, diese Knoten irgendwie auseinanderbringen. Ging nicht und Alexander der Große hat eine ganz einfache, ganz andere Lösung gehabt, hat sein Schwert genommen, einfach durchgeschnitten. Und manchmal ist es so einfach im Leben, macht man so viel Gedanken, wie löse ich diesen Problem und wie gehe ich damit um? Und du hast diese Kraft, diesen Einfluss, wo du sagst, was grübelt ihr zu viel? Ich schneide das durch und fertig aus. Geht auch. Also du hast immer eine schnelle Lösung auf den Problemen. Und weil du in diesem Einfluss stehst und da liegt deine männliche Kraft und es ist auch sehr schön und gut bestrahlt, setzt es auch um im Leben, weil du hast immer die einfachste Lösung auf den Problemen. Andere brauchen Zeit und überlegen sie, wie machen wir das. Und du sagst, das geht doch viel einfacher und viel schneller und effektiver und daran liegt auch deine Kraft. Was noch wichtig ist, das habe ich vorher erwähnt, ich gehe mal auf die Thematik zurück, alte Karma. Im früheren Leben hast entweder du selbst die Chancen verpasst und das schmerzt dich, oder du hast Glück gehabt, Chancen gehabt und dann kamen anderen und sie haben dich verdrängt. Und haben sie gesagt, das ist nicht dein Platz und haben sie dich auf die Schattenseite gestellt. Die haben dein Glück einfach weggenommen. Und da liegt dein Schmerz, das sind karmische Schmerzen. Und nicht nur dieser Schmerz ist da, was du heilst, sondern auch die Ungerechtigkeit, was dich auch belastet, wo du sagst, das ist so ein Betrug, das ist so ungerecht. Und genau das sind die Themen, wo du Heilung brauchst und Heilung bringst. Und das, was hier im Horoskop sichtbar ist, wo ich das so erkennen kann, das passierte und da du da Wunde hast und dass du da Heilung brauchst, diese Punkt ist auch bestrahlt. Bestrahlt von Skat. Und dieser Skat bringt Glück. Und dieser Skat, dieser Stern, bedeutet Wünsche. Wünsch dir das. Und bringt auch Glück. Wünsch dir, dass du das, was dir weggenommen wurde, wieder zurückkehrt. Wünsch dir das einfach. Versuche, das auch, kommt auch ein Neptun-Energie dazu, was auch schön beeinflusst das Ganze. Und das sind die Träume.
wünsch dir das einfach oder visualisiere das, mach mal so Gedanken und wünsch dir das. All das, was ungerechte Art und Weise von mir weggenommen wurde und ich habe diese Verlust oder meine Chancen haben einfach weggenommen, weil sie haben mich verdrängt und das ist ungerecht und das ist Schmerz. Ich will das wieder zurückhaben, vielleicht andere Art und Weise, vielleicht nicht die gleiche Situation, aber dass dieser Ausgleich wieder da ist, das ist wichtig. Und da ist Einfluss, kommt von Skat und dieser Skat sagt, wünscht dir das. Und so kommt das auch im Fluss. Was noch wichtig ist, was für Einflüsse kommt, weil das ist jetzt mal die, wie ich das dir erklären könnte und was kannst du verbessern und was für Einflüsse kommt. Ein paar Daten. Was die Gespräche betrifft. 22. Januar kommt eine Nachricht oder ein Gespräch, was deinen Gefühlen beeinflusst, positiv beeinflusst. Und damit kannst du rechnen. Ein angenehmes Gespräch oder Gespräch über Gefühlen. 5. Februar 2018 wirst du eine wichtige Entscheidung treffen. Da kommt auch Termin oder ein Vertrag oder Gesprächen. Und da bist du innerlich ein bisschen hin und her gerissen. Da hast du auch Thema, diese innere Unsicherheit zu überwinden. Kraft hast du, Glück hast du. Also diese innere Unsicherheit ist nicht notwendig. Also das kann dich auch hindern, das auch überwinden. Also hier kann ein Gespräch sein, am 5. Februar, wo ein gewisse entweder Entscheidungen treffen oder kommt ein Gespräch und löst bei dir inneren Unsicherheit aus. 26. Februar kommen Gespräche, Kommunikation, was die Liebe betrifft, die Partnerschaft betrifft. Das beginnt so am 5. Februar. 26. Februar, nicht 5. Februar, habe ich falsch gesagt. 26. Februar, genau, ich korrigiere mich. 26. Februar 2018 geht, da beginnt etwas bei den Nachrichten, Gespräche, Telefonate, das, was die Liebepartnerschaft betrifft. 4. Juni 2018 geht um auch was Wichtiges, Gespräch, Vertrag, was die Beruflichen betrifft oder ein Angebot. 17. Juli 2018 ist auch für dich ein wichtiges Gespräch, was dich persönlich trifft oder du sprichst etwas an, so was du deine Auftreten oder du vermittelst etwas, kann auch bedeuten. 7. September 2018, durch ein Gespräch löst etwas bei dir aus, wo Veränderungen kommen. 13. 14. September 2018 ist auch ein sehr wichtiges Gespräch, was dich persönlich trifft oder du selbst vermittelst etwas. 25. September geht es um Liebe oder du äußerst dich, du sprichst eine Dame an, kann auch bedeuten. 17. Oktober hast du Glück, etwas zu gewinnen. Also hier geht es um Finanzen, entweder eine schriftliche Sache, wo du die Finanzen regelst, ist aber sehr gut, sehr angenehm oder hast du Gewinnchancen. 19. November geht es um die Wohnsituation oder du ziehst dich etwas zurück oder du vermittelst, dass du jetzt die Ruhe brauchst, den Rückzug oder zu Hause, kann aber die Gespräche sein, nicht nur um dein Zuhause, sondern um Immobilien. In die Liebepartnerschaft, 7. Januar 2018, das ist jetzt vorbei, da hat etwas deinen Gefühlen berührt oder Erinnerungen oder Kontakt zu einer Dame. 24. Januar wird auch etwas bei dir auslösen, was die Liebe betrifft.
aber da kommt auch eine gewisse Unsicherheit auf dich zu. Dann 22. Februar wird auch wichtige Thema sein, Liebe, Partnerschaft. 3. Mai 2018, es handelt sich um die Arbeit. Entweder hast du Glück in die Arbeit oder bekommst du Anerkennung oder Selbstständigkeit in dieser Richtung, bewegt sich etwas beruflich, aber kann auch bedeuten, dass du im Arbeitsplatz mit einer weiblichen Person Kontakt hast. 2. Juli 2018 ist Rückzug oder eine geheime Liebe, kann auch bedeuten, dann wieder die Geheimnisse, kann auch bedeuten, weil das bestrahlt deine Sonnenenergie, dass du dich befreit etwas, befreiter fühlst und so die Liebe genießen kannst. 11. Juli 2018 kommen Veränderungen, betrifft auch die entweder Selbstständigkeit oder die Liebe, Partnerschaft. Es ist alles die Venus-Energie. Kann Liebe bedeuten, kann auch die Schönheit bedeuten, dass du auf dein Aussehen achtest oder gehst auf eine Dame zu, aber kann die Energie in Richtung Selbstständigkeit auch was bewirken, und da kommen Veränderungen am 11. Juli 2018. Etwas geht zu Ende oder du beendest etwas oder anfertigst du etwas oder möchtest klare Entscheidungen, Klarheit in die Liebe am 19. Juli 2018. 22. Juli trifft dich persönlich die Liebe, entweder eine Begegnung oder du wirst wahrgenommen oder eine Dame kommt auch auf dich zu, 22. Juli. 11. August spielt auch eine große Rolle, die Liebe, aber auch kommt diese Lilith-Energie, die davonlaufen, nicht wahrgenommen, kann auch passieren, dass am 11. August eine Dame auf dich nähert oder wünscht die Kontakte und du nimmst es gar nicht so wahr. Mit dieser Lilith-Energie, das ist möglich, die Neigung ist da, dass du das nicht richtig wahrnimmst, wie du bei den Damen ankommst. 30. September 2018 hast Gewinnchancen und das kann Glück bedeuten im Finanzen. Und Dezember ist es auch wichtig, die wohnliche Bereich, die Zuhause etwas verschönern oder in dein vertraute Umgebung hast du Begegnung oder dort erlebst du die Liebe. Bis 9. Februar 2018 ändert sich einiges in dein vertrauter Umgebung oder in Familie. Kommt eine Einladung oder Besuch oder du besuchst jemanden, also bewegt sich einiges. Ab 3. Februar bis 14. April bewegt sich etwas in dein Wohnsituation. Ab 14. April bis 21. Oktober ist diese Bereich, dieser Lebensbereich, wirst du aktiv sein, wo eigentlich deine Lernaufgabe steht, was ich erzählt habe, diese 5. Haus, das Haus des Kindes, diese Löwehaus. In diesem Bereich passiert einiges und da bewegst du dich. Entweder kommt ein Hobby oder begeistert dich etwas oder machst mit Kindern etwas oder gerade bist aktiv, so unbeschwert zu leben, Lebensfreude zu haben. Und es ist sehr, sehr wichtig, weil genau daran liegt eine Lernaufgabe. Da ist eine Lösung. Bringt auch Glück, wenn du da diese Leichtigkeit spürst und diese Chancen bekommst in diesem Zeitraum zwischen 14. April und 21. Oktober 2018. Mal Kind zu sein, unbeschwert zu sein, ein Hobby zu haben, Spaß am Leben zu haben, das, was du lernst und nicht zu streng zu dir zu sein. Von 21. Oktober bis 7. Dezember 2018 passiert einiges in die Arbeit. Kann auch bedeuten, dass du zu viel zu tun hast, dass es stressig wird, viel in Bewegung. 7. Dezember bis 10. Januar 2019, einige Bewegung in die Liebe, Partnerschaft. Wo du gerade Glück hast, das ist im Bereich,
in vertrauter Umgebung, kleinere Veränderungen, kleine Reise in Familie, Einladungen in Familie oder in deinen vertrauten Umgebung Kontakte zu knüpfen oder in die Liebepartnerschaft da zu leben oder schöne Gespräche. Das vermehrt sich in dieser Zeit, da hast du den Einfluss. Saturn ist natürlich, erteilt uns Lernaufgaben und nähert sich zu deinem Mond. Und Mond ist auch die Mutterbild. Mond bedeutet auch deinen Gefühlen und das wird etwas auslösen in dein Horoskop. Entweder in deinen Gefühlen kommt in Ordnung oder ein Thema mit der Mutter. Und Saturn erreicht das am 2. Februar 2019. Also kommen Veränderungen, was deinen Gefühlen betrifft, kann auch dein Mutterthema betreffend sein, kann auch bedeuten, dass etwas mit den Kindern passiert. Also etwas löst aus und da hast du in diesem Bereich dann auch Lernaufgabe. Wo du gerade Veränderungen hast, das ist diese Wandlung, dass deine Persönlichkeit, deine Einstellung, deine Charakterzüge, dass es vieles ändert, weil du möchtest in die Tiefe schauen und es ist das Selbsterkenntnis, du befindest dich gerade in einer Veränderungsphase, eine Transformation, eine Art Wandlung. Neptun steht gerade in deinem Bereich, wo in die Partnerschaft wirkt. Das kann auslösen, dass du alten Wunden, Verletzungen, Enttäuschungen bereinigst und da kommt eine Heilung und kann auch bedeuten, dass du deinen Traum lebst dann und das beginnt gerade, das ist jetzt aktuell, das beginnt gerade in dein Liebesleben. Pluto hat etwas ausgelöst in dein Leben, das musste auch etwas sein, was etwas zu Ende ging oder ein Abbruch oder eine Trennung. Das war am Oktober 2016, das ist Vergangenheit. Und ich habe auch angeschaut dein Solarhoroskop, was die kommenden Jahre bringt und astrologisch beginnt es nicht am 1. Januar und dauert bis 31. Dezember, sondern von einem Geburtstag zu die anderen. Und das kannst du so vorstellen, wenn die Sonne erreicht, genau diese Position, wo in dein Geburtsmoment war, in diesem Augenblick exakt, in diesem Atemzug, mit diesem Moment beginnt dein neuer Lebensjahr. Also astrologisch wird das anderes berechnen. Und das habe ich mal angeschaut. Das beginnt also August 2018 und dauert bis August 2019. In diesen 12 Monaten beschreibt dein Lebensjahr, dein neues Lebensjahr. Grob gesagt, ab deinem Geburtstag bis zum nächsten Geburtstag. Die Thema wird sein, etwas im Fluss zu bringen, im Vertrauen bleiben, mehr glauben, intuitiv handeln, also das, was wichtig sein wird. Und du wirst diese alte Wunde bereinigen, heilen, kommt eine Heilung rein. Du hast Glück im beruflichen Situation und du hast Gewinnchancen. Finanzen, Beruf hast du auf jeden Fall Glück. Dein Liebesleben kommt in Ordnung. Und es ist wichtig auch, dass du klare Gespräche führst oder deine Meinung direkt sagst. Also Klarheit bei den Gesprächen. Also ich wiederhole, du wirst intuitiv sein, du mehr Vertrauen bekommst und das kommt alles im Fluss. Und das ist auch eine Heilung bei dir, Glück im beruflichen, finanziellen Glück. Und kommt Ordnung in die Partnerschaft und die Sprache, die Kommunikation wird wichtig sein, weil du willst die Wahrheit und du sprichst klar und deutlich aus, was du möchtest.
Und das war diese Beratungsvideo. Und ich bedanke mich für diesen Auftrag wieder. Und ich bedanke mich auch dein Anvertrauen. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.